Hey, was geht ab? Sanjay am Start hier. Zur Abwechslung mache ich mal kein Trash-Video oder so. Das ist mir ein ernstes Thema, über das ich kurz reden möchte. Wie du ja gerade oben lesen konntest, wirst du ja festgestellt haben, dass ein bestimmter Schauspieler von uns gegangen ist. Die Rede ist ganz klar von Michael Clarke Duncan. Er gehört zu meinen Lieblingsschauspielern neben Dolph Lundgren. Ich möchte kurz mal über ihn reden. Und fangen wir mal mit seinem Film an, mit dem er eigentlich den Durchbruch bekommen hat, Green Mile. Ich meine, das ist ein super Film. Und er hat eine Oscar-Nominierung dafür bekommen, aber meiner Meinung nach hätte er den Oscar verdient, statt nur eine Nominierung. Er kann den Badass spielen, als auch den lustigen Typen mit viel Humor. Ich meine, er hat in Green Mile gespielt, er hat dann in Daredevil gespielt als Pim King. Da war er richtig Ober-Badass. Er hat in Sin City gespielt, auch Badass. Dann war er in Two and a Half Men zu sehen. Das war zwar Badass, aber mit viel Humor. Und seine letzte große Produktion war in Green Lantern, genau. Er ist ein super Schauspieler, sympathisch. Er ist ein Vegetarier gewesen, genau wie ich. Und er setzt sich auch für die Tierschutzorganisation PETA ein. Und das ist wirklich ein cooler Typ und ein skandalfreier Typ war er auch. Also solche Schauspieler mag ich natürlich über alles. Die wenigsten Schauspieler bedeuten mir was und bei ihm schon. Also als ich vor ein paar Stunden diese Message gelesen habe, diese ganzen Sachen auf den Plattformen der Internetseiten, da war ich natürlich richtig geschockt. Er ist ja erst gestern gestorben, das war Montag, der 3. Heute haben wir den 4. Dieses Video ist an ihm gewidmet. Tja, das war's auch eigentlich schon von meiner Seite. Alles, was ich gesagt habe, habe ich gesagt und was mir noch übrig bleibt, ist Rest in Peace, Michael Clarke Duncan.